Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 28 zur Approximation mit Fourier rein. Ja, letztes Mal haben wir uns ja in so einer technischen Schlacht verloren, wo wir im Prinzip nur gesagt haben, ja, aus so einer gewissen Menge, dem sogenannten Stetigkeitsmodul, haben wir eine Abschätzung für die Summe der ausgewerteten Bernstein-Polynome durch eine Konstante. Und dann durch irgendwas, was im Prinzip klein o von n hoch s ist. Jetzt wollen wir zeigen, dass diese Bernstein-Polynome tatsächlich eine beliebige Funktion f in C01 approximieren. Und das ist jetzt tatsächlich wieder der Einstiegspunkt, falls man sich diesen Beweis letztes Video nicht zu Gemüte geführt hat, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Das ist Satz 6,8. Wenn wir nämlich jetzt wirklich einfach nur eine stetige Funktion auf dem Intervall i haben, dann gilt, dass der Abstand f von x minus den Bernstein-Operator f ausgewertet an der Stelle x, dass der für n gegen unendlich gegen 0 geht. Das heißt, die Bernstein-Polynome mit wachsendem Grad n approximieren f beliebig gut. So, soweit die Aussage, kommen wir zum Beweis. So, der ist jetzt wieder ein bisschen greifbarer, sag ich mal. Weil hier kommen jetzt tatsächlich so ein bisschen Standard-Analysis-Mittel zum Tragen, nämlich so ein Epsilon halbe Beweis ist das, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Und da muss man sich halt einfach alles so zusammenstöpseln, dass man hinterher was rausbekommt. Also, wir nehmen uns mal ein Epsilon größer als 0. Und dann nutzen wir direkt aus, dass unser Intervall i kompakt ist. Das heißt, f als stetige Funktion ist auf diesem Intervall i gleichmäßig stetig. Ne, klassischer Satz aus der Analysis: Eine stetige Funktion auf einem kompakten Intervall ist gleichmäßig stetig. So, wir wählen jetzt ein Delta. Also, wir nutzen jetzt erstmal diese gleichmäßige Stetigkeit aus. Wir wählen ein Delta größer 0, derart, dass für alle xy aus i mit der Eigenschaft Betrag x minus y kleiner als Delta gilt, dass der Abstand der Bilder f von x minus f von y, dass der kleiner ist als Epsilon halbe. Das kriegen wir hin durch die gleichmäßige Stetigkeit. So. Jetzt nehmen wir uns ein n aus n und ein x aus i. So, dann können wir ausrechnen. Was interessiert uns? Uns interessiert die Differenz f von x minus bnf von x. Jetzt können wir erstmal einsetzen. Dann ist das erstmal f von x minus die Summe k gleich 0 bis n, f von k durch n mal pnk von x. Und jetzt können wir dieses f von x erstmal aufblasen, indem wir das mit der Zerlegung der 1 multiplizieren. Also wir multiplizieren hier k gleich 0 bis n pnk von x dran. Na, das ist eine 1 nach Satz 6, 2. Und dann können wir diese Summe, also können wir das, die Summen zusammenziehen und das PNK ausklammern. Dann landen wir bei Summe k gleich 0 bis n, f von x minus f von k durch n mal PNK von x und von dieser Summe den Betrag. So, jetzt ziehen wir den Betrag in die Summe, also wir schätzen nach oben weg und teilen die Summe auf in k ist nicht in dem sx von Delta und k ist in dem sx von Delta. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten, das ist eine disjunkte Zerlegung der Menge 0 bis n. Das heißt, wir erhalten damit alle Summanden weiterhin. Das heißt, wir kriegen raus, das ist kleiner gleich. Wir fangen mit dem Summanden an, wo das k nicht im Stetigkeitsmodul ist. Und dann haben wir hier stehen f von x minus f von k durch n im Betrag mal pnk von x.
Ne, Betrag nach innen gezogen, PNK von x ist größer gleich 0, können wir den Betrag weglassen. Und dann kommt hier hinten der Summand, wo wir alles aufaddieren, was in Sx von Delta liegt. Und auch da haben wir dann f von x minus f von k durch n mal PNK von x. So, jetzt ist es so, dass f von x minus f von k durch n im Betrag ist kleiner als epsilon halbe. Nach Definition von Sx von Delta. Und das hier hinten, das können wir durch eine normale Maximumsabschätzung machen. Moment. Das ist kleiner epsilon halbe. Nach Definition von Sx von Delta, denn Sx von Delta sagt, x minus k durch n im Betrag ist kleiner als Delta. Na, so ist das Stetigkeitsmodul hier oben definiert gewesen. Wir gucken nochmal rein. Der Abstand x minus k durch n ist größer gleich als Delta. So, das heißt, nee, dann war's doch richtig, Entschuldigung. Das heißt, wenn wir nicht drin sind, ist x minus k durch n kleiner als Delta. Das heißt, das hier ist kleiner Epsilon halbe nach, jetzt setzen wir Sternchen. Und das Sternchen ist gerade das Ding hier. Entschuldigung, habe ich mich gerade verrannt. Denn jetzt ist x minus, also das y ist jetzt quasi k durch n. Das heißt, x minus k durch n ist in dem Fall kleiner Delta, wenn wir nicht in Sx von Delta sind. So, das heißt, hier haben wir diese Ungleichung erfüllt. Das heißt, dieses f von x minus f von y ist kleiner als Epsilon halbe. Und das hier können wir nach oben abschätzen, indem wir einfach die Dreiecksungleichung anwenden. Das ist kleiner gleich als Betrag f von x plus Betrag f von k durch n. Das können wir zweimal durchs Maximum abschätzen in der Funktion f auf dem Kompaktum. Und dementsprechend ist das hier kleiner gleich zweimal die Norm f gemessen in der Maximumnorm auf i. Ne, das heißt, wenn wir das jetzt hier erstmal kombinieren, dann ist das kleiner, weil hier das echt kleiner steht, als Epsilon halbe mal, jetzt kommt die Summe aller k, die nicht in dem Sx von Delta liegen, Pnk von x, und dann plus 2 mal die Norm f in der Maximumnorm mal die Summe k in Sx von Delta Pnk von x. So. Und jetzt ist der Rest relativ simpel, denn das hier vorne, das kann ich ja auf jeden Fall abschätzen durch alle Ks, die von 0 bis n laufen, nicht nur die, die in Sx von Delta liegen. Und das aber 1. Ja, das heißt, hier vorne kriegen wir auf jeden Fall schon mal raus, das ist kleiner gleich als Epsilon halbe. Naja, und für den Term Summe k aus Sx von Delta, da haben wir ja gerade unser Lemma 6, 7 mit s gleich 1 jetzt sozusagen hingeschrieben. Das heißt, das hier ist mit Lemma 6, 7, s gleich 1, ist das Ding hier kleiner gleich als irgendeine Konstante a geteilt durch n mal Delta Quadrat. So. Das heißt, hier hinten kriegen wir raus plus 2 mal die Maximumnorm von f mal a durch Delta Quadrat mal 1 durch n. So, und jetzt kann man sich leicht überlegen, wenn ich jetzt das n größer wähle als 4 mal die Norm von f gemessen in der Maximumnorm mal diese Konstante a geteilt durch Epsilon mal Delta Quadrat. Dann gilt, dass dieses 2 mal f unendlich mal a durch Delta Quadrat mal 1 durch n, dann ist das gerade genau kleiner als Epsilon halbe. So, also das ist sozusagen eigentlich so eine kleine Nebenrechnung. So, dass wir dann hier ankommen bei kleiner gleich Epsilon halbe
plus Epsilon halbe gleich Epsilon. Und dieses kleiner gleich hier motiviert dadurch. Ja, wie komme ich auf dieses n größer, diesen komischen Term? Naja, ich nehme diese Ungleichung, löse sie nach n auf. Könnt ihr mal eben nachrechnen, kommt genau das raus. So, das heißt, ich kriege das hier kleiner als Epsilon für diese Werte von n. Ja, das ist aber gerade die Behauptung. Ne? Wenn ich das n groß genug mache, im Grenzwert passt das. Das heißt, hiermit haben wir die Behauptung bewiesen. Und wir haben jetzt also wirklich gesehen, die Bernstein-Polynome approximieren eine stetige Funktion tatsächlich beliebig genau, wenn ich das n nur hoch genug wähle. Und das ist tatsächlich jetzt wieder ein Beweis, den finde ich durchsichtig, den kann man nachvollziehen. Das ist nicht so ein technisches Gehickhacke, man muss sich nur merken, ja, hier Dreiecksungleichung verteilen mit der stetigen Zerlegung, aufteilen in k nicht in sx von Delta, k in sx von Delta, elementar abschätzen, dieses technische Lemma draufhauen und das Ding dann so wählen, dass es passt. Im Prinzip reicht das hier ja schon aus. Das hier geht ja gegen 0 für n gegen unendlich. Dementsprechend passt das alles. So, das heißt, im Prinzip sind wir jetzt mit diesem Kapitel soweit durch. Wir wollen aber noch so eine kleine Bemerkung einstreuen, die ich persönlich ganz nett finde, die jetzt nicht wahnsinnig, ja, im Englischen würde man sagen, sophisticated ist, aber die einfach nochmal einen anderen Blickwinkel einnimmt. Und zwar kann man dieses Resultat, Weierstrasser Approximationssatz mittels Bernstein-Polynom, das kann man auch wahrscheinlichkeitstheoretisch beweisen. Und das möchte ich jetzt mal einmal kurz vorführen. Einfach weil ich das ganz cool finde und es auch so eine Brücke schlägt zu irgendwas, was ich auf diesem Kanal nochmal machen möchte, nämlich Wahrscheinlichkeitstheorie. Ja, ganz, ganz verwegene Gründe, in die wir uns hier herablassen. Also, wir nehmen uns jetzt mal ein Epsilon größer 0. Und jetzt wissen wir wieder, dass der gleiche gleiche Schluss wie vorher, fc01 heißt f gleichmäßig stetig auf 0,1, da ist jetzt noch nichts Neues drin. Das heißt wiederum, es existiert ein Delta größer 0, sodass Betrag f von x minus f von y kleiner ist als Epsilon für alle xy aus 0,1 mit der Eigenschaft, dass x minus y im Betrag kleiner ist als dieses Delta. Das ist einfach nur wieder gleichmäßige Stetigkeit. So, bis dahin alles tutti. Jetzt kommt Wahrscheinlichkeitstheorie oder Stochastik ins Spiel. Wir wählen p aus 0,1 fest und betrachten eine Folge von Zufallsvariablen. Und zwar die Folge xn, n aus n, unabhängiger Zufallsvariablen, also unabhängig im Sinne von stochastischer Unabhängigkeit. Ja, das heißt p von x, geschnitten y ist p von x mal p von y. Und die sollen jeweils Bernoulli verteilt sein. Mit Parameter p. Für i aus n. Ja, Bernoulli verteilt, einfacher Münzwurf. Mit Erfolgswahrscheinlichkeit p. So, dann können wir so eine Zählvariable einführen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Stochastik. Die Zählvariable Sn, die dann einfach zählt, wie oft quasi meine Münze Zahl oder Kopf angenommen hat, die ist dann binomial verteilt mit Parametern n und p. Ja, also n mal Münzwurf, Erfolgswahrscheinlichkeit p. Ich möchte das mal so notieren. Und für eine binomial verteilte Zufallsvariable ist es sehr einfach, den Erwartungswert auszurechnen. Wir erhalten den Erwartungswert von f von sn durch n. So, was ist sn durch n? Das ist das arithmetische Mittel. Also wir werten unser f aus am arithmetischen Mittel und davon den Erwartungswert, weil wir wissen ja nicht, wie das sn ausgeprägt ist. So, das ist jetzt erstmal nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n. So, Ausprägung des Ereignisses mal Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Also p von sn gleich k. Einfache Variante hinzuschreiben, ne, wie ist mein Erwartungswert? Ich nehme einfach die Ausprägung der Zufallsvariable mal die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Ausprägung. Das funktioniert auch hinterher bei Maßen. Ne, nur da ist es keine Summe, sondern das ist ein Integral gegen ein Maß. Nur hier könnte man auch sagen, es ist ein Integral gegen das Zählmaß.
ist nur immer sehr hoch gegriffen. Auf jeden Fall ist das, was hier steht, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit von Sn gleich k bei einer Bernoulli-verteilten Zufallsvariable kenne, nämlich x mal 1 minus x, ne, steht hier im Prinzip, also hoch die entsprechenden Wurfzahlen, steht hier im Prinzip nichts anderes als das n-te Bernoulli-Polynom zur Funktion f. Ja, also das ist dieses fn aus Definition 6,1. Könnt ihr mal einfach nachrechnen, wenn ihr die Wahrscheinlichkeit Sn gleich k wirklich mal ausrechnet. Ist nicht wahnsinnig schwierig, gibt nicht so viele Möglichkeiten. So, was kriegen wir also? Wir kriegen geschenkt, dass der Abstand Sn durch n, also f von Sn durch n minus f von p, dass der kleiner gleich ist als Epsilon plus 2 mal Norm f unendlich mal den Indikator auf der Menge Sn durch n minus p größer gleich Delta. So, jetzt sage ich einfach, wie kriegen das? Wie kriegen wir das? Naja, man rechnet. Man rechnet das analog zu den Rechnungen gerade aus Satz 6, 8. Also man macht die gleiche Aufspaltung, man macht die gleiche Verquickung mit dem Bernstein-Polynom und zieht sich dann halt diese Konstanten daraus. So, dieser Indikator auf dieser Menge Sn durch n minus p ist im Prinzip einfach nur ein Stetigkeitsmodul. Schreibt euch das mal hin. So, und jetzt braucht man einen Klopfer aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und das ist die Chebyshev-Ungleichung. Möchte ich jetzt hier nicht großartig drauf eingehen, weil das hier ja auch gerade eigentlich eher, ich sag mal, Bemerkungscharakter hat. Aber die Chebyshev-Ungleichung ist ganz salopp gesagt eine Ungleichung, die quantifiziert, wie wahrscheinlich es ist, dass ich weit vom Erwartungswert abweiche. Also simpel gesagt, sehr unwahrscheinlich. Chebyshev-Ungleichung, falls das jemand nachlesen will, könnt ihr gucken im Werk von Klenke, das heißt Wahrscheinlichkeitstheorie, da ist das Satz 5.14. Bin mir nicht sicher, ob das zutrifft auf die englischsprachige Version, da müsst ihr mal gucken, aber die hat auf jeden Fall auch da den ausgezeichneten Namen. Und die liefert uns jetzt, dass mein fn von p minus f von p, was ja letzten Endes das ist, was ich mir angucken will, wenn ich das n gegen unendlich schicke, dass das kleiner gleich ist als der Erwartungswert, dass der Betrag f von sn durch n minus f von p, dass der größer ist als Epsilon. Und der ist wiederum dann kleiner gleich, und das ist die Ungleichung, Epsilon plus 2 mal Norm F unendlich mal die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis Sn durch n minus p größer gleich Delta eintritt. Ja, und das haben wir aber im Prinzip schon eingefangen. Das ist kleiner gleich als Epsilon plus die Norm F unendlich geteilt durch 2 Delta Quadrat n, wobei hier jetzt wieder dieses Lemma 6, 7 eingeht und die Schranke, die wir hier vorher schon uns hingeschrieben haben. So, und das gilt für jedes, und das ist jetzt natürlich wieder der wichtige Punkt, das gilt für jedes p aus 0, 1. So, und das ist aber etwas, was für n gegen unendlich gegen 0 geht, das heißt, das ist kleiner als Epsilon im Limes, das ist gleich 0 im Limes, Entschuldigung. Das können wir hier nur schließen, weil das hier für jede beliebiges p gilt. Ne? Das ist auch so ein stochastischer Schluss. Das heißt, wir haben hier Norm fn minus f in der Maximumnorm geht für n gegen unendlich gegen 0. Und das ist nichts anderes als die Aussage, die wir gerade in 6.8 bewiesen haben. Halt über den etwas funktionalanalytischeren Weg. Hier nochmal beleuchtet mit so ein paar Hilfsmitteln der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ohne da jetzt großartig in die Trickkiste zu gucken. Ne? Gut. Das nur so als Abrundung. Ne? Also das ist jetzt nur Ausblickscharakter. Also sowas wie Chebyshev-Ungleichung. Wie gesagt, ich habe vor und ich möchte gerne sowas mal irgendwann hier auf dem Kanal haben. Aber das ist etwas, was tatsächlich noch in weiterer Zukunft liegt. Weil da braucht halt doch ein bisschen, das braucht ein bisschen Vorlauf, weil das ist etwas, was ich mir in letzter Instanz gerade immer noch selber beibringe. Und das wird halt einfach seine Zeit brauchen. Genau. Gut, dann sind wir mit Kapitel 6 fertig. Dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen mit der punktweisen Konvergenz von Fourier rein. Und dann sind wir auch soweit langsam aber sicher Richtung Ende des Kurses. Weil danach kommt meines Wissens nach nur noch ein kleiner Ausblick, was man mit dem ganzen Spaß noch machen kann. Also was es für Anwendungen gibt.
Und damit werden wir dann schließen. Also das heißt, wir sind in absehbarer Zeit fertig. Und ich hoffe, dass ich das dann jetzt auch in absehbarer Zeit alles noch aufgenommen bekomme. Ich hoffe ja, ich habe die Woche noch Urlaub. Das heißt, wir sind guter Dinge. Ne? Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.